meine Lieben, und herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Das heißt, ja, ich nehme euch jetzt wieder mit in meinen Kochblog. Aber heute wird nicht gekocht. Ja, obwohl ein bisschen. Ein bisschen wird gekocht und ein bisschen wird gebraten. Aber ich möchte euch heute mal zeigen, welchen Salat ich so liebe. Ich liebe Salate. Egal ob Kartoffelsalat, Nudelsalat, frischen Salat. Und ja, ich werde jetzt einen frischen Salat, ich muss erstmal hier alles wieder hier richtig ordnen, frischen Salat herstellen. Das heißt, ich habe einen Eisbergsalat, eine Schlammgurke, eine rote Paprika, eine ja, so mittelgroße Zwiebel, dann haben wir einmal so eine kleine Dose Mais. Drei Eier, die ich gleich sofort kochen werde. Bergkäse, ich liebe Bergkäse. Und einmal Bacon. Jo. Meine Schüsseln habe ich auch schon alle hier stehen. Einmal halt so eine durchsichtige Schüssel, damit ihr auch alles sehen könnt. Dressing ist noch im Kühlschrank. Normalerweise mache ich immer dieses Tütendressing, ne? Also was man so selber anrühren kann. Aber diesmal habe ich irgendwie Bock auf ein helles Dressing gehabt. Und da habe ich mir so ein Sylter-Dressing jetzt mitgenommen vom Lidl. Ja, wie gesagt, ich habe hier drei Eier in meinem Sieb. Das ist mein Nudelsieb. Ist das nicht süß? Ja. So ist mein Nudelsieb. So, und das sind meine drei Eier. Und die drei Eier werden wir jetzt erstmal kochen für unseren Salat. Ja, dann nehme ich halt einen etwas größeren Topf auch gerne, damit das Wasser halt nicht so überschwappt. Und ja, dann packen wir uns da jetzt mal Wasser rein und dann können wir die schon mal zum Laufen bringen. Ich habe ja gesehen, das erste Kochvideo hat euch super gefallen und ich habe mir gedacht, ja, dann machst du jetzt auch mal sowas. Jetzt muss ich halt nur noch mal gucken, dass ich das halt, dass ihr alles gut sehen könnt. Ja, ich denke, so kann man das erstmal lassen. So habe ich meinen Topf jetzt hier hingestellt, da sind meine drei Eier drin und alles andere seht ihr ja jetzt da. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und holen uns erstmal eine Biotüte aus dem Schrank. Die habe ich vergessen. Man hat ja doch immer Bioabfall halt. Oh, mein Finger. Danke. Und stelle ich mir jetzt halt hier so hin. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Da wir den Mais ja nicht waschen müssen, kann ich den einfach mal schon hier reingeben. Etwas abschütten, weil ja, jetzt gucken wir mal, es ist nicht viel Saft da drin meistens in so einer Maisdose. Aber ich schütze dann doch gerne ab, weil sonst irgendwie der Geschmack verfälscht wird von der Soße. So, einfach mal rein. Das ist, wie gesagt, im Sommer kann man den essen. Den kannst du auch im Winter essen. Ich mag den mir einfach gerne zwischendurch. Meine Eier habe ich jetzt angemacht. Und die kochen jetzt ein paar Minuten vor sich hin. Die nehme ich dann am liebsten natürlich hart. Hallo Putzel! Oh, der Putzel ist auch da. Die nehme ich natürlich gerne hart gekocht, die Eier. Ja. Ich nehme meinen großen Löffel, den ich auch bei dem gefüllten Paprika hatte. So, und jetzt fangen wir an. Wir müssen natürlich den Rest waschen. Deswegen habe ich natürlich mein Sieb hier stehen. Und dann werde ich jetzt erstmal hier die Gurke schnibbeln. Da, wie gesagt, ich werde die jetzt natürlich nicht waschen, weil ich werde es gleich alles waschen hier in meinen Seier drin. Und bei der Gurke lasse ich grundsätzlich die Pelle dran. Das hört sich an, ne? Lasse ich grundsätzlich die Pelle dran, genau. Nein, dann lasse ich die. Ich glaube, ich kann euch noch weiter wegmachen. Ich habe euch, glaube ich, zu nah, oder? Naja. So, dann seht ihr mich nämlich auch etwas. Genau. Also ich lasse da grundsätzlich die Haut dran. Ich schneide die nicht ab, weil sonst wässert die Gurke mir zu sehr auch aus. Ja. Normalerweise soll man die ja auch, also wenn ich Gurkensalat mache, hobel ich die natürlich richtig dünn. Und hier mache ich das aber nicht. Hier mache ich dann halt so Stückchen. Und ja, da salze ich mir die auch vorher, wenn ich mir die so dünn hobel. Und damit die erstmal das ganze Wasser verlieren. Ne? Sonst hat man das halt im Gurkensalat und das ist dann auch nicht so schön. Und jetzt schneide ich das einfach so
einmal durch, zweimal, dreimal. Und dann halte mein Sieb, damit ich die gleich waschen kann. Ja, wie gesagt, ne, einmal durchschneiden. Und dann halt nochmal zweimal, dann hat man halt so Stückchen. Und ich habe heute irgendwie Bock auf Salat gehabt. Ach ja, oh, da fehlt ja noch was. Da fehlt ja noch eine Zutat. Pinienkerne, genau. Pinienkerne, die packen wir auch noch rein. Die findet ihr beim Lidl in der, ja, wo es die ganzen Salatzutaten gibt zum Würzen. Da findet ihr die Pinienkerne und die werden wir auch noch anrösten. Für in den Bottich Salat rein. Wie gesagt, im Sommer, wenn es warm ist, mache ich noch mehr Salat. Da gibt es auch viel Kartoffelsalat, einfach mal mit dem Würstchen. Ne? Also wir essen gerne diese Sauerländer Bockwurst vom Metten. Die gibt es dann. Oder halt mal selbstgemachte Schnitzel. Zeige ich euch natürlich auch noch in einem Video, wie ich die mache. Und außer das Klopfen, das mache ich vorher, das ist zu laut. Ja. Selbstgemachte Schnitzel oder selbstgemachte Frikadellen, einfach mit einem Kartoffelsalat, Nudelsalat. Aber mit Kartoffelsalat muss ich dazu sagen, mit Mayonnaise. Ja, weil wir kommen ja aus NRW gebürtig und in Bayern gibt es immer nur den mit Essig und Öl und das mögen wir nicht. Gut, ich esse den auch, aber halt nicht so gerne. Ich esse den lieber mit Mayo. Ja, also meine Lieben, ich werde jetzt schon mal die Gurken waschen. Damit wir hier gleich unseren Eisbergsalat auch in Ruhe waschen können. Erstmal das hier. Ja. Und dann haben wir nämlich die Gurken schon da drin. Immer schön abtropfen lassen, das ist wichtig, damit man halt nicht so viel Flüssigkeit halt hinter da drin hat, wegen der Soße. Ne? Ja. So, rein mit dir. Dann haben wir jetzt schon mal die Gurken und den Mais. Ja, jetzt kommen wir zu der Paprika. Da schneide ich das hier schon mal ab und benutze hier, so, natürlich diesmal alles von der Paprika auf den Deckel. So, und dann kommt das wieder in meinen Seier rein und wird dann auch gewaschen. Was sind denn so eure Lieblingssalate? Was macht ihr denn gerne für Salate? Mich auch mal interessieren. Ich schreibe es euch natürlich wieder unten in die Infobox, das Rezept. Aber wie gesagt, Nudelsalat, ne? Kartoffelsalat geht immer. Wir essen auch gerne mal so einen Rindfleischsalat, der ist auch ganz lecker. Oder Thunfischsalat, Eiersalat oder Thunfisch mit Ei, ist auch gut. Also ich schneide jetzt die Paprika in Streifen. Nicht in Stückchen, sondern wirklich in Streifen. Ja, das habe ich noch aus der Metzgerei gelernt, sowas. So zwischenhalten. Kommst du schneller voran. Und ja, einfach so. Aber immer schön auf die Fingerchen aufpassen. Sonst sind sie nämlich ab. So, und dann schön den Speck oben drauflegen, ne? Weil wenn man den so unten drunter gibt, ist das ja nicht so schön. Weil, der wird ja dann klätschig und dann ist er halt nicht mehr knusprig. Aber ich möchte die Eier, wie gesagt, jetzt so in Streifen schneiden. Da habe ich nämlich in meinem Schrank extra hier diesen Eierklapper. Ich denke, den hat wahrscheinlich jeder zu Hause, oder? Wenn ich ihn finde im Chaos hier im Schrank, obwohl den habe ich jetzt auch gerade da hinten gesagt. Da hinten immer, ich sehe ihn. Nee, Purzel. Das ist nicht der Purzel, der gibt es ja Nickerchen-Schrank. Nein, nein. Das schöne Teil hier. Und da werde ich halt dieses nehmen und dann werde ich das Ei, zack, zack. Und dann kommt das halt auch noch durch den Salat. So, die Paprika ist jetzt klein geschnibbelt. Die wird jetzt auch zum Waschen gehen. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum Eisbergsalat. So, die Eier fangen schon langsam an, vor sich hin zu kochen. Ich habe jetzt hier meinen Eisbergsalat. Ja, der ist richtig schön groß diesmal. Weil in letzter Zeit haben sie immer nur so kleine gehabt. Ätzend. So, da schneide ich mir jetzt erstmal so ein Stück ab, ne? Und dann mache ich das Schneiden hier so in
längs ein und dann einmal quer und dann schneide ich den klein. Also ich liebe Eisbergsalat. Ich esse auch gerne Kopfsalat, aber eher weniger. Nicht so gerne. Lieber wirklich Eisbergsalat, weil der halt schön knackig ist und das liebe ich. Und ja, was esse ich sonst? Also was ich auch gerne esse, ist Vogelsalat. Also, genau, Vogelsalat. Ach, sag doch mal, wie heißt der denn jetzt? Ah, ja, genau. Wo ab und an nochmal Sand drin sein könnte, wenn man Pech hat. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, ne? Also ich mag keine bitteren Salate. Diesen roten mag ich nicht. Radicchio kannst du mich mit jagen. Radicchio Confusio gar nicht. Das ist überhaupt nicht meins. Ich mag auch kein Chicorée. Ich mag auch kein... das reicht jetzt auch schon am frischen Salat. Ich mag auch kein... Rucola esse ich. Doch, Rucola ja. Aber Fenchel mag ich nicht. Oh, ich muss dann immer an Fenchel-Tee denken. Und das, da kommt es mir irgendwie hoch. Das mag ich überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht meine Abteilung. Nee, mag ich nicht. Und Feldsalat. Jetzt haben wir es. Feldsalat heißt er euch. Ich liebe Feldsalat. Aber der muss frisch serviert werden. Weil wenn ihr den zu länger in der Soße lässt, wird es einfach nur matschig. So, das Stück ist jetzt übrig von meinem Salat. Da mache ich mir dann noch später so einen kleinen Teller Salat für mich. Ich weiß nicht, ob da einer... Ach, Purzel, halt doch die Klappe. Ich weiß nicht, ob da heute einer mitessen will beim Salat. Wenn nicht, mehr für mich. Ich werde jetzt meinen Eisbergsalat waschen. Nein, ich habe keine Salat... Also, so eine... Ich habe das mal gehabt, so zum Ziehen, ne? Salatschleuder. Was ist los, Pursche? Ah, die Pursche will lecker haben. Nein. Ja, ich habe da mal so eine Schleuder gehabt, habe sie eh nie benutzt. Also, egal. Also, ihr könnt auch, wie ihr sehen könnt, einen Schichtsalat draus machen. Man jetzt einfach hier Eisbergsalat drauf. Meine Eier kochen lustig vor sich hin. So. Und ich finde, was nie fehlen darf bei einem guten Salat, sind Zwiebeln. Ihr könnt die natürlich vorher anschwitzen, weil es kann sein, dass man rohe Zwiebeln nicht so verträgt. Ich vertrage die, ich mag Zwiebeln, ob roh oder gebraten, und deswegen kommen die immer in meinen Salat roh. Ich mag ihn auch in Kartoffelsalat, und nein, der Kartoffelsalat wird nicht schlecht durch die rohe Zwiebel. Nein, der wird auch nicht sauer. Das ist einfach, bei uns in NRW isst man das so. Ja, da kommen halt noch Zwiebeln dran. Und die brauche ich vorher nicht anschwitzen oder sowas, aber das ist halt so roh. Ich schneide die dann jetzt hier so ein, ne? Und dann einmal so und noch einmal hier oben. Und dann in so ganz kleine Würfelchen und dann kommen sie halt in den Salat. Ihr könnt wirklich die ganze Zwiebel aufbrauchen. Und so ein Salat ist auch schön, wenn man halt im Sommer grillt. Oder wenn man halt auch Gäste bekommt, finde ich, ist so ein Salat immer gut. Kannst du lieber verkehrt machen. Den mögen eigentlich immer alle, so einen frischen Salat. Ich bin aufs Dressing gespannt. Wie gesagt, ich habe sozusagen nur diese Tüten. Diese hier, so mein absoluter Liebling. Die hole ich immer beim Lidl Kania. Und, hallo? Für Dill, nein. Für fix für Salatsoße Dillkräuter. Ich liebe diese Dillkräuter. Also ich mache immer nur Dillkräuter. Aber ich habe mir diesmal mal was anderes mitgenommen, weil ich irgendwie Bock hatte. Ich hatte das jetzt gesehen bei der Küchenschlacht. Das gucke ich immer. Und wenn ich Zeit habe, dazu gucke ich mal gerne Küchenschlacht. Ich gucke im Moment das auf YouTube, so die Wiederholungen. Und da habe ich dann gesehen halt, so, die hatte auch so einen schönen Salat gemacht. Und dann mit so einem hellen... Dressing, und das hat mich so angesprochen. Und das habe ich irgendwie die Tage jetzt überhaupt nicht vergessen. Und deswegen, ja, habe ich gedacht, machst du auch mal, zeigst du mal, wie du deinen Salat halt machst, ne? Und ja, ganz normal, wieder in ganz normalen Klamotten, Leute. So koche ich. Also die Zwiebel brauchst du jetzt nicht waschen. Logisch, die kommt jetzt hier über den Salat.
so schön. Oh, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon drauf. So, jetzt habe ich den Bergkäse. Ich liebe Bergkäse, Leute. Ganz toll. Der war im Angebot, da hatten wir wieder Bayerische Woche beim Lidl. Und dann nehme ich mir den immer am Stück auch mit. Und dann haben sie den auch geschnitten immer. Allerdings sehr selten. Da muss ich nämlich immer zuschlagen. So, dann schneide ich jetzt so in Stücke. So längst runter. Also bei meinem Salat muss immer Käse dabei sein. Das liebe ich. Egal, ich packe auch manchmal Mozzarella. Diese kleinen Mozzarella kennt ihr bestimmt auch. Packe ich auch mal gerne da rein. Da hole ich immer die leichte Version. Und ja. Aber Bergkäse ist wirklich super. Ich war früher mal beim Edeka gearbeitet, hinter Fleisch, Wurst, Fischtheke. Oh, die Zwiebeln! Die Zwiebeln! Und habe da mit einer ganz lieben Kollegin zusammen die Käsetheke gemacht. Und ich bin Käsefreak, ne? Stehe ich nachts dafür auf. Stehe ich nachts auf, esse hier ein Stück Käse, ohne Brot, einfach aus der Hand, ein Stück Camembert. Ach, ich liebe Käse und da konnte ich mich dann immer so ein bisschen frei entfalten und schöne Käse bestellen und schöne Käsetheke machen und konnte ich mich immer frei entfalten. Ich bin ja gelernte Fleischerei-Fachverkäuferin und das hat mir immer riesen Spaß gemacht. Finde ich immer sehr gut. So, ich probiere den mal, ob der schmeckt. Und für manche wird er wahrscheinlich etwas schmecken wie Stinkefüße. Aber es ist einfach wunderbarer Käse. Und es gibt ja wirklich so schöne Käsesorten. Ich esse auch unheimlich gerne Käse mit Chili. Also Käse esse ich wirklich alles, außer wen ich nicht so gerne esse, ist Lärmer. Komisch, ne? Ja, aber ist so. So, das ist jetzt mein Käse. Und der kommt jetzt auf über dem Salat. Kann man natürlich so viel machen, wie man möchte. Und ich glaube, ich werde auch noch eine Reihe machen. Eine Reihe noch, komm. So. Eine Reihe noch. Wie gesagt, Käse geht ja immer. Meine Eier dürfen auch nicht mehr so lange brauchen. So. Herrlich. So, ich werde jetzt schon mal meine Pfanne aufstellen, weil wir ja gleich die Pinienkerne anrösten. Ich hoffe, es klappt. Ja, und dann sehen wir uns da gleich wieder. So, ich bin wieder da. Ich kann das Sieb hier mal tun. Da habe ich ja nichts mehr für. So, ich habe jetzt hier eine kleine weiße beschichtete Pfanne aufgestellt. Da packe ich jetzt die Pinienkerne rein. Aber ich werde nicht alle nehmen aus der Tüte. Und da muss man wirklich aufpassen, ne? Die brennen hier so schnell an. Also ohne Fett kommen da jetzt welche in die Pfanne. Ach komm, das ist eine kleine Tüte. Kann man sogar was rein tun? Ja. Egal, den Speck werden wir ja gleich auch noch anbraten. So, und da muss man halt immer gucken, ja? Immer in Bewegung halten, auch dass, ja, dass die halt nicht anbrennen. So, die Eier haben jetzt genug gekocht. Putzel? Der bettelt nur, ne? Der bettelt nur. Habt ihr auch Katzen? Sind die auch so schlimm? So, ich lasse jetzt, ich schwäche die Eier etwas ab. Und meine Herdplatte ist ja noch heiß. Da packe ich nämlich sofort meine andere Pfanne drauf für den Speck. So, die lasse ich jetzt erstmal hier kalt werden. Aber beim Speck werde ich ein bisschen von dem Butter nehmen, weil sonst setzt das immer so schnell an. Einfach ein bisschen rein, nicht viel, so wenig habe ich jetzt reingetan, das reicht schon. Und dann habe ich hier den von Dulano, Delicatesse Bacon, immer so eine Packung. Ich kann euch das auch nur empfehlen, so ein Bacon zu nehmen. Diese, also, ne? Und dann macht ihr das im Sommer auf dem Grill. Also das heißt, so eine Baconscheibe wickelt ihr oben einen Holzspieß und das packt ihr euch dann auf den Grill. Leute, das ist mega. Die kann ich alle alleine essen. Alle alleine essen. Die sind so geil. Einfach um so einen Holzspieß, um so einen Schaschlikspieß
und fertig, ne? Ach, das. Oh, guck mal, die sind schon ein bisschen braun geworden. Sehr schön. Sehr schön. Gefällt mir gut. Ja, das ist total lecker. Und ich mag das mit dem Speck auf dem Grill. Ganz toll. So, jetzt tue ich hier schon mal 3 Scheiben rein. Immer schön auf die Pinienkerne auch achten, nicht, dass sie schwarz werden. Ja, wunderbar. Läuft! So, jetzt muss ich meine Zange hier raus. Da ist sie. Die wird auch hier in... Die heiß und innig geliebt. Diese Zange hier, die wird hier heiß und innig geliebt. Zack, yeah. Habe ich, glaube ich, auch damals auch mal in der Küchenschlacht gesehen, musste ich haben. So, ich werde mir zu 2 Tücher Zehner hier hinlegen, damit der Speck gut abtropfen kann. So, ich würde sagen, meine Pinienkerne sind fertig. Guckt mal. Ja, die lassen wir jetzt so. Weil wenn sie zu dunkel werden, ist es auch nichts. Stell sie nochmal eben drauf. Aber das war's. Ja. Ja, ja, ja. So schnell kann es gehen, ne? So, einmal den Speck hier wenden. So, die Pinienkerne sind fertig. Aber die lasse ich jetzt noch etwas abkühlen. Weil nicht, dass der Käse mir schmilzt, lasse ich erstmal noch etwas abkühlen. Jetzt kümmern wir uns hier erstmal um den Speck. Und gleich um die Eier. Ja. Den Speck werde ich gleich wirklich nur als Deko oben drauf packen, damit man halt, ja, hier nicht unten drunter heben, weil das bringt wirklich nichts. Dann ist die schöne Knusprigkeit weg und das wollen wir ja nicht. Ein Stück Butter reingetan. So, ich gucke mal eben nach meinen Eiern. Die sind abgesteckt, das ist sehr gut. So, die werde ich jetzt pellen. Ja, und dann, ich guck mal eben, komm gleich wieder. Ja, entschuldigt bitte, da bin ich wieder. Der Notarzt hat geschellt. Ob wir Notarzt bestellt haben? Ich so, nein. Die Nachbarn unten auch nicht. Okay, unsere Nachbarn sind eh. Naja, da haben wir nichts mehr zu tun, wollen wir auch nicht. Ja. Ich habe keinen Notarzt bestellt, ich weiß nicht. Haben die sich in der Tür vertan? Mir riecht. Also, Wenn ich bei Straßen sind, dann. Ja, die und die. Ich so, nee. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Geht woanders hinfahren? Ich bin ja froh, wenn ich sowas nicht brauche. Bin ich jetzt schon erschrocken. Ich dachte, was will denn der Notarzt hier? Da habe ich Monique gefragt. Monique, hast du aus Versehen den Notarzt angerufen? Nein. Nee, hat sie auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Hat sie bestimmt einer in der Adresse verhauen. Ich denke, es wird einer Notarzt brauchen. Nur, der hat jetzt bestimmt in der Adresse vertan. Hey, nein. So, die Pinienkerne kommen jetzt bei dem Salat. Ich hätte sehr gut angeräuchert. Er muss da schon wieder spülen. Oh. Also, als nächstes kriege ich eine Spülmaschine. Mann, so. Eine Scheibe Speck habe ich hier schon draußen. Zweite Scheibe Speck. Dritte Scheibe Speck. Ja, das war jetzt seltsam. Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. So. 2 Scheiben habe ich hier noch. Die werden wir jetzt noch in der Pfanne verteilen. Das Einzige, was immer ist, das müllt so ein bisschen. Wenn ich Speck brate. Oh, nervig. Das lässt sich irgendwie nicht so vermeiden. Ja. Aber ich bin echt pingelig, was nicht Speck angeht, sondern Schinken. Ne? Ich fuddel jeden Speck da weg, jedes Weiße. Aber wenn er so ausgebraten ist, dann macht mir das nichts. Ne? So sieht er jetzt aus.
Und den lege ich dann da drüber später. Moment, ist er schon wieder da? Ich weiß nicht. Ich glaube, da würde ich gerne was sagen. So, Müll habe ich. Muss man ja schon mal einen Topf hier anhalten. So. Den Speck werde ich jetzt hier drauf geben auf meine Schneidplatte. Und immer noch schön auf den anderen achten, dass der nicht zu dunkel wird, weil dann schmeckt Speck nämlich auch nicht, wenn er zu schwarz ist. Ja, und dann habe ich euch jetzt mal so meinen Beilagen-Sommersalat quasi gezeigt. Ich bin jetzt auch noch nicht mehr gelacht haben. Naja, ich pelle jetzt die Kartoffeln. Ich pelle jetzt die Eier, nicht die Kartoffeln. Die Eier. Ja, das sind frische Eier, die habe ich heute gekauft. Man merkt, die lassen sich kaum pellen. Schwierig, ganz schwierig. Und ich halte die dann immer noch unter fließend Wasser, weil ab und an noch Stückchen von der Schale dran sind und das habe ich nicht so gerne. Wenn ich auf Knirsche, ne, beiße. Nee, das muss nicht sein. Das ist ein bisschen lauter hier drin. Es tut mir leid, aber ich habe das Fenster jetzt kurz aufgemacht. Wegen dem Müll hier. Nicht, dass dann gleich hier wieder mein Feuermelder anliegt. Die geht nämlich gerne mal an, wenn es hier zu viel qualmt. Und dann hast du hier Alarm und dann denkst du, auf das Beste hoffen. So. Das dritte Ei. Ja, mein Speck ist auch soweit fertig. Ich mache jetzt schon mal die Pfanne aus. Restwärme reicht. Oh, jetzt höre ich gerade Tatütata. Da haben die sich wirklich verhauen, die Jungs. Oder da war einer aus. Ja, kann natürlich auch mal passieren, wenn du so nervös bist, dass die falsche Adresse angeht, ne? Das kann auch mal passieren. Manometer, Peter. Oh. Ja, jetzt höre ich der Tütata. Ui. So, ich musste mal eben noch den Akku wechseln. Hier habe ich jetzt mein Speck liegen. Hier sind meine Eier. Und die mache ich jetzt hier wirklich in meinem Klappding. Und einmal, aber einmal nur so rum, längs. Und gib die mit da rein. Kann man natürlich auch noch mehr machen. Ne? Drei Eier sind jetzt ein bisschen übersichtlich, aber nun ja. So, was ich auch immer sehr gerne benutze, ist dieses Chilisalz. Das hole ich immer beim Lidl. Ich liebe dieses Chilisalz. Ja, da gebe ich auf jeden Fall hier schon mal was über meinen Salat. Einfach für den Pfiff, wisst ihr, weil Chili und Salz, da ist das schon schön gemischt. Und dann hat man halt auch Geschmack, weil nur immer das Dressing ist mir zu wenig. Ja, so, wir haben den Salat jetzt quasi soweit fertig. Und jetzt hole ich mal mein Dressing aus meinem neuen Kühlschrank. Ja, ich habe mir heute mal dieses Dressing mitgenommen. Kamia Sylta Art Dressing. Das ist dieses hier. Ja, das ist mit Wasser, Rapsöl, Zwiebeln, Zucker, Branntwein, Essig, Speisesalz, Eigelb. Vor Wärmeschützen, Trockenlagen, dann Kühlschrank habe ich gemacht. Vor Gebrauch schütteln. Habe ich zwar auch schon gemacht, aber ist egal. So, wir müssen jetzt erstmal die Eier hier noch auseinander machen. Ich bin mal gespannt, ob da einer was von essen will. Weil meine beiden sind nicht so die Salatfans. Ja, der Experte schon, wenn es richtig warm ist. Aber soll ich mal was sagen? Wir probieren jetzt mal eine Scheibe Speck. Ein bisschen dunkel geworden, ich habe. Das war lecker. Ja, also, ich gebe jetzt hier ein Dressing auf den Salat. Dann kann ich alles drauf geben. Und jetzt,
Und mengen wieder schön runter. Die Schale wollte ich bei meinem Schwiegervater mit, von meinem Schwiegervater mitnehmen. Nimm mit. Kannst du gebrauchen? Ja, kann ich mal gebrauchen. Wir können jetzt auch noch Thunfisch da rein tun, ne? Schmeckt auch super. Ja. Aber ich hatte irgendwie heute Bock irgendwie so auf Nüsse da drin. Ich habe das auch schon gemacht. Salat mit selbst karamellisierte Walnüsse. Auch super. Sowas mache ich aber meistens nur zu Weihnachten. Dann bin ich zu faul. Ja, guck mal. Da könnt ihr jetzt auch schön einen Schnitzel zu machen. Ein Frikadell. Oder einfach den Salat so, wie er ist, genießen. Ne? Man kann wirklich noch ein paar mehr Eier mit rein tun, aber ich dachte mir jetzt erstmal drei reichen. Ich hätte auch fünf rein tun können. Vier nicht, die Zahl mag ich nicht. Da bin ich monkig. So. Dann holen wir jetzt mal eine Gabel und dann probieren wir jetzt einfach mal, ob da schon genug Dressing, also genug Dressing ist dran. Entschuldigung. Oh mein Gott. Das Dressing ist super. Das werde ich jetzt aber öfter holen, aber mir fehlt noch ein bisschen Pfiff, das heißt, es kommt nochmal nicht mehr viel, weil man merkt die Schärfe etwas. Und dann nur noch von dem Salz, ein bisschen ganz normales Speisesalz dran, so. Und dann denke ich mal, wird es reichen, weil das hier wäre schon. Ganz tolles Dressing. Ich denke, da wird der Experte auch heute Abend, wenn er Feierabend hat, was von essen. Oder nachher. So, probieren wir nochmal. Bombe! Und mit dem Pinienkern haben. Mein Goodness. So. Im Abklopfen. So sieht mein Salat jetzt aus. Ein schöner bunter Salat. Ja, ihr könnt auch noch Tomaten reinmachen, ne? Aber wir mögen keine Tomaten, nur Ketchup. Deswegen. So, jetzt werde ich den Speck da drauflegen. Müsst natürlich halt von der Schale gucken, ne? Es gehen auch noch schöne Schnittlauch, frischer Schnittlauch und sowas alle, aber das, ich glaube, ich habe keinen mehr. Deswegen bleibt es jetzt dabei und wir haben ein Speck zu viel. Das tut mir aber leid. So, tada! Mein servierfertiger, ja, frischer Salat. Leute, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, Nachmachen. Ich schreibe natürlich alles an Zutaten unten in die Infobox, auch das Dressing, alles Mögliche. Ja, und dann, ja. So sieht er von außen aus. Lasst es euch schmecken. Kann man immer essen. Nicht nur im Sommer, auch im Herbst, im Winter. Ja. Oder ne, als Vorspeise. Wie gesagt, einfach Schnitzel dabei. Oder man kann auch einfach sich so den Salat gönnen. Meine Lieben, danke fürs Zusehen. Ja, ich weiß oder ich merke ja, es macht euch Spaß, mir hier in der Küche ein bisschen zu folgen. Ja, dann schauen wir doch mal, was als nächstes so rumkommt. Also meine Lieben, einen schönen Tag noch, schönen Abend, danke fürs Zusehen. Heute habe ich mal keinen Zopf gehabt, sondern einfach mal hier so hinterm Ohr. Dankeschön, dass ihr immer so zahlreich dabei seid. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal, macht es gut. Tschüss. Wurzel.
Hauptsache ein Karton. Die Schnecke möchte auch auf den Karton, aber er lässt sie nicht. Sein Karton.